Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer spontanen Late-Night Apex Legends News Update-Folge. Ich habe soeben sämtliche Informationen zum kommenden Wraith-Event bekommen. Start ist am 3. September, wahrscheinlich um 19 Uhr. Alle Einzelheiten, wirklich alle Einzelheiten zum Event nach dem Intro. Und damit jetzt herzlich willkommen zum Inhalt des Videos. 5 Unterkategorien in diesem Video habe ich für euch. Es geht einmal darum, also Void Walker heißt übrigens dieses Event, wie ihr hier lesen könnt. Unterkategorie Wraith Town Takeover. Das ist dieser neue Platz, um den es sich handelt. Alle Leute, die heute das Video oder wenn ihr das Video zum Samstag schaut, das Video von gestern, da habe ich über diesen neuen Ort gesprochen. Und zwar ist das wirklich tatsächlich eine unterirdische Basis, die entdeckt wurde, und ihr könnt mit einer Art Portal, ihr kennt das Portal von Wraith, von dem Experiment hat die irgendwie diese Fähigkeit wohl gelernt, mit einer Art Portal kommt man in diese kleine Basis oder in diese Experimentstation oder was auch immer, und da fallt ihr in so eine Art Fallschirmsprungmodus, so wie wenn ihr aus dem Jumpship fliegt, und könnt dann quasi in dieser Basis landen, und es soll wohl mehrere versteckte Dinge in dieser geheimen Basis geben, wo ihr wohl verschiedene Hintergrundinformationen über diese Experimente erfahrt. Was Wraith betrifft, wie gesagt, ich erkläre das gerne nochmal, Wraith ist ein Experiment, was schiefgegangen ist, sie ist aus diesem Teil wohl ausgebrochen. Einzelne Informationen erfährt man dann wohl hoffentlich in diesem Event, bin ich echt gespannt. Ich finde das geil, dass man langsam so ein bisschen was über die Legenden erfährt. Kommen wir zum Limited Time Mode. Ihr lest es hier in Englisch hier oben, das nennt sich bewaffnet und gefährlich auf Deutsch. Dieser Modus bringt Folgendes. In diesem Modus könnt ihr nur mit Snipers spielen und mit Shotguns. Das finde ich eine richtig interessante Idee. Ich als alter COD-Zocker hasse Snipen und ich hasse Shotguns. Das könnte interessant werden. Ich finde es ab und zu mal geil, mit einer Shotgun oder mit einer Sniper zu spielen. Hier hat man die Chance, sich mal ein bisschen daran zu trauen oder das einfach mal ein bisschen zu üben. Als nächstes exklusive Event Challenges. Was die Challenges im Einzelnen beinhalten, kann ich euch hier unten sagen. Ich scroll hier einfach mal ein bisschen runter. Sind das diese Challenges? Ja, ich mache die hier mal ein bisschen größer. Ich prüfe mal kurz, ob die Kamera... Moment, dass die Kamera hier nicht zu doll im Weg ist. Ihr habt hier verschiedene Herausforderungen. Einmal Play Armed and Dangerous. Ihr müsst quasi einmal spielen, dann bekommt ihr hier so ein Wraith-Abzeichen. 30 Headshots, dann bekommt ihr 30 Crafting-Materialien. Dann einmal gewinnen, dann bekommt ihr ein Ladescreen für Wraith. So, complete 7 daily during events, also 7 tägliche Events. Bestreiten, da bekommt ihr einen Skin für die G7, und dann haben wir noch Tier 2 Stufe 5 Win 5 Armed and Dangerous, also ihr müsst 5 mal gewinnen in diesem Sonderspielmodus, und da bekommt ihr Armed and Dangerous Badge, also wieder ein Abzeichen, hurra, 60 oder mehr Headshots, da bekommt ihr wieder 30 Crafting Materialien, dann Win Once as 3 different characters in any mode. Okay, ihr müsst einmal mit 3 verschiedenen Charakteren ein Match gewinnen, egal welcher Art. Das ist vollkommen Bockwurst. Da kriegt ihr das Musikpack von Wraith und 14 oder mehr Daily Herausforderungen. Ihr bekommt noch ein G7 Scout Theme. So, das Hammer. Was haben wir hier noch als Thema? Direct Purchase Shop. Okay, scrollen wir mal ein bisschen runter. Da seht ihr hier, was ihr vom 3. bis zum 10. September im Shop kaufen könnt. Den Void Walker Skin. Ich zeige euch gleich mal noch ein richtig fettes Bild, wo ihr das nochmal richtig groß seht. Sieht richtig geil aus. Kostet 1800. Vom 10. bis 17. habt ihr diesen auch nochmal drin. Dann gibt es einen RE45 Skin. Ein Lifeline-Skin und ein Gibraltar-Skin. Die sehen optisch gar nicht mal so verkehrt aus. Und vom 10. bis 17. haben wir hier nochmal Wraith Frame.
Ach, das ist so ein, ja, das ist so ein Rahmen, finde ich eigentlich eher uninteressant. Dann gibt es noch einen Prolor-Skin und einen Bangalore-Skin. So, was haben wir noch? Ja, es ist, glaube ich, das Double XP-Wochenende. Genau. Das Double XP-Wochenende ist vom 6. bis zum 9. September, quasi nächstes Wochenende. Und ihr bekommt nur doppelte Erfahrungspunkte, wenn ihr mindestens Top 5 Platzierung und besser erreicht. So, noch irgendwas? Ach so, auf Battle Pass und normale Stufenaufstieg. So, da wisst ihr Bescheid. Und jetzt zeige ich euch nochmal in groß diesen Skin. Ah, so wollte ich es nicht zeigen. Hier, zieht euch doch mal diesen Skin rein. Sieht es nicht ultra, ultra sexy aus? Und das ist dieses Portal, von dem ich gesprochen habe. Und ich glaube, jetzt sehe ich das nämlich erstmal, da muss ich mich mal berichtigen. Es ist jetzt. Ah, jetzt verstehe ich. Werde ich natürlich jetzt nicht neu schneiden, ist ja Käse. Ihr müsst quasi in diesem Event vom Jump Ship aus, wie das wohl aussieht, in dieses Portal springen, um in diese Station reinzukommen. So wird ein Schuh draus. Das macht natürlich Sinn. Okay. Da bin ich echt mal gespannt. Und ich muss sagen, für alle Leute, die vielleicht schon mal Destiny gespielt haben, finde ich, dieser Skin oder dieser Helm, der hat irgendwie hat er was von Destiny. Und was ich euch noch zeigen will, das seht ihr auch in dem Thumbnail, das ist nämlich mein Thumbnail. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus. Man könnte denken, so sah Wraith vielleicht früher aus, ohne ihre Fähigkeiten, wobei sie hier schon ihre komischen Augenfarbe hat. Streicht das wahrscheinlich einfach mal aus diesem Video. Völlig egal. Ich bin jetzt schon gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von einem legendenspezifischen Event wie diesem? Ich finde es auf jeden Fall cool, dass Respawn sich endlich mal Gedanken darüber macht, eine Story in dieses ganze Geschehen zu bringen. Es gibt nämlich Spiele wie Destiny, die kriegen das irgendwie nicht richtig auf die Kette, eine vernünftige Story ins Spiel zu bringen, obwohl es eine gibt, aber einfach nur scheiße erzählt wird. Deswegen finde ich das cool. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht als nächstes Bloodhound, weil das auch eine sehr beliebte Legende ist. Das soll es von mir jetzt soweit gewesen sein. Lasst fette Daumen regnen, unterstützt mich auf dem Weg zu meinen 1000 Abos, die ich hoffentlich bald erreicht habe. 8 an der Zahl fehlen mir noch, während ich gerade das Video schneide. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.